Sommer 1944. Alliierte Bomber bringen den Krieg in deutsche Städte. Seit September 1943 ist Oberst Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg hier zum Motor des militärischen Widerstandes geworden. Er plant die Beseitigung des Diktators. Danach will Stauffenberg mit dem Westen Frieden schließen. Gegen die Sowjetunion soll weiter gekämpft werden. Um den Einmarsch der Roten Armee in das Deutsche Reich zu verhindern. Die Vorstellung, diesen Krieg zu verlieren, nach dem, was wir anderen Völkern angetan haben, das war die Vorstellung, dass wir dann den Rest unseres Lebens als Sklavenvolk verbringen werden, weil man also eine solche Rache an uns nehmen wird, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und es blieb ja auch schon eigentlich kein Stein auf dem anderen mit den fürchterlichen Luftangriffen auf Deutschland. 6. Juni 1944, D-Day. Die Landung der Alliierten in der Normandie. Nach wenigen Tagen ist klar, die Invasion ist geglückt. Auftakt zum Untergang des Dritten Reiches. Macht Widerstand jetzt überhaupt noch Sinn? Die Erkenntnis, dass der Krieg endgültig verloren war, kam bei mir, nachdem die Invasion 1944 in der Normandie gelungen war. Nachdem auch der Westen von den Alliierten erobert wurde, dann war es für jeden, der nüchtern denken konnte, eindeutig, dass der Krieg verloren war. Auch ein Gegenspieler der Alliierten hat keine Hoffnung mehr. Generalfeldmarschall Erwin Rommel, der legendäre Wüstenfuchs. Nach seiner Niederlage in Afrika hat er begonnen, am Regime zu zweifeln. Seit der Invasion ist er bereit zum Widerstand. Er wollte in Frankreich kapitulieren und die Amerikaner reinlassen und hoffte, Amerikaner, Briten und Franzosen reinlassen und hoffte, dass im Blick auf die Verschwörer in Berlin der Einmarsch und Durchmarsch einigermaßen reibungslos gelingt. Wieder will es das Schicksal anders. 17. Juli 1944. Auf dem Heimweg in sein Hauptquartier gerät Rommel in einen Tieffliegerangriff. Rommel wird schwer verwundet. Für den Widerstand fällt er damit aus. Der Zufall hat einmal mehr das vorzeitige Ende des NS-Regimes verhindert. Er wollte für sein Vaterland das Beste tun, was in der Situation da war. Und da wusste er, dass er in dieser Situation zum Frieden mit den Alliierten kommen muss und sonst geht es schief. Und wenn das damals passiert wäre, der Frieden, dann, das wissen Sie ja, da war ja doch Dresden noch nicht passiert und waren ja doch hunderte von Städten noch heil. La Roche-Guyon, vor den Toren von Paris. Hier hatte Rommel sein Hauptquartier. Auch sein Nachfolger steht dem Widerstand nahe. Generalfeldmarschall Hans-Günther von Kluge, ein Emissär der Verschwörer, wird geschickt, um ihn zum Handeln zu überreden. Mein Bruder ist im Juni 1944 zu Kluge geschickt worden, der damals Oberbefehlshaber West wurde. Die Invasion war schon im Gange. Es war klar, dass der Krieg verloren war. Das war schon lange klar, aber jetzt war es ganz offensichtlich für jeden. Und mein Bruder, der zu Kluge ein persönlich menschlich ganz gutes Verhältnis hätte, sollte Kluge überreden, zu kapitulieren. Weil man hoffte, mit der Kapitulation im Westen ist der Krieg zu Ende. Kluge zaudert. Er ist gegen Hitler und will doch nichts riskieren. Widerstand hält er jetzt sowieso für sinnlos. Kluge hat es dann auch abgelehnt zu kapitulieren, weil er behauptet hat, es wäre nicht notwendig zu kapitulieren. Der Krieg im Westen würde in Kürze entschieden sein durch den Durchbruch der Amerikaner. Die Deutschen könnten die Amerikaner nicht mehr aufhalten. Berlin im Sommer 1944. Kluge hat sich verschätzt. Der Krieg wird noch 10 Monate dauern. Die Propagandabilder sollen über den Ernst der Lage hinwegtäuschen. Der Kreis um Stauffenberg kennt jetzt nur noch ein Ziel. Das Morden und Sterben dieses sinnlos gewordenen Krieges soll ein Ende haben.
Mit einem Freund spricht Stauffenberg über sein Motiv. Wer soll denn noch hintreten können vor irgend die Witwe oder den Sohn eines Gefallenen? Ja? Guten, reinen Gewissens, wenn er Sehen des Auges zugestimmt hat, diesen Krieg rücksichtslos und ohne Rücksicht auf die Menschen, die da angesprochen sind und auf die Jugend, die da verbraucht wird, weiterzuführen. Das waren seine tiefen Gedanken. Juni 1944. In ganz Deutschland und in den besetzten Gebieten warten eingeweihte Mitverschwörer auf ihren Einsatz. An der Spitze zwei Männer, die Hitler schon 1938 beseitigen wollten. Ludwig Beck, er soll Staatsoberhaupt werden. Und Erwin von Witzleben, vorgesehen für den Oberbefehl über die Wehrmacht. Für die Zeit nach Hitler ist eine Militärdiktatur geplant, bis das Volk wieder reif ist für eine Demokratie. Voraussetzung für den Erfolg: ein toter Hitler. Anfang Juli 1944 wird Stauffenberg befördert. Er erhält dadurch Zutritt zu Hitlers Lagebesprechungen. Obwohl schwer verwundet, will er das Attentat jetzt selber durchführen. Der Stauffenberg war vollkommen ungeeignet. Aber es war der Einzige, der trotz dieser Ungeeignetheit es riskierte, es zu machen. Die anderen, die in der Umgebung von Hitler waren, waren alle zu feige. Oder Nazis. Die alte Kommandantur in Berlin. Sitz des Stadtkommandanten Paul von Haase. Auch er gehört zum militärischen Widerstand der ersten Stunde. Am Vorabend des 20. Juli werden die Mitverschwörer alarmiert. Haase weiht seine Familie ein. Ich kann nur sagen, dass mein Vater, meine Mutter und meine Schwester und mich auf dem Balkon versammelt hatte, der zu der Kommandantur zählte. Mein Vater sah das Attentat kommen und deutete sein Kommen an, sprach aber das Wort Attentat nicht aus. Er sagte nur ganz allgemein, wenn wir morgen noch hier zusammensitzen, dann können wir uns gratulieren. 20. Juli 1944. Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Gegen 10.15 Uhr landet Stauffenberg. Den Vormittag verbringt er mit verschiedenen Besprechungen. Gegen 11.30 Uhr begibt er sich zum Bunker des Oberbefehlshabers der Wehrmacht, Wilhelm Keitel. Hier will er die Bombe scharf machen. Ein Adjutant begleitet ihn. Ich war damals beauftragt, den Grafen Stauffenberg zu begleiten. Und er hatte ja nur noch ein Auge und den Arm in der Binde und war sehr gehindert und hat mich gebeten, seine Tasche zu tragen. Die war sehr schwer. Und ich habe dann auch gesagt, halt, Graf Stauffenberg, was ist das hier? Was haben Sie denn da so schweres Zeug? Und er sagte, ja, ich habe so furchtbar viel zu tun, das ist voller Akten. Er machte auf mich einen unerhört ruhigen, gefassten Eindruck. Der innere Sperrkreis des Führerhauptquartiers. Um 12.30 Uhr beginnt hier die Lagebesprechung. Später wird die Gestapo das Attentat minutiös rekonstruieren. Ein Modell der Aktentasche, in der Stauffenberg den Sprengstoff unterbringt. Die Zange, mit der er den Zünder scharf macht. Der Zünder, ein englisches Modell, ist auf 30 Minuten eingestellt. Stauffenberg wird zur Eile gedrängt und lässt das zweite Sprengstoffpaket bei seinem Adjutanten zurück. Er begibt sich vom Keitelbunker zur Lagebaracke. Am letzten Sicherheitszaun passiert er eine Wache. Ich habe auch solchen Stauffenberg nicht kontrolliert. Er fiel mir aber oft durch seine Augenbinde und
Ich meine, wenn 5 oder 6 oder 7 Personen, ich weiß nicht mehr genau, wenn die kommen, dann fällt eben so was ja dann doch sofort auf. Ne? Weil ich die anderen teilweise ja auch kannte, das war nichts Neues. Aber der Stauffenberg fiel mir sofort auf. Aber ich wusste nicht, wer es war. Und die gingen dann durch zur Lagerbesprechung. Stauffenberg gelingt es, die Aktentasche unter dem Kartentisch abzustellen. Hitler steht in unmittelbarer Nähe. Unter einem Vorwand verlässt der Oberst kurz darauf wieder die Besprechung. Der Stauffenberg war vielleicht nur 5 Minuten in der Lagerbesprechung und kam dann ohne Koppel und ohne Mütze so wieder zurück. Stauffenberg begibt sich zur Adjutantur der Wehrmacht, von wo ihn ein Wagen zum Flughafen bringen soll. Gegen 12.42 Uhr explodiert die Bombe. Dann war eine dumpfe Explosion und das war für uns eigentlich nichts Neues, nichts Außergewöhnliches, so will ich mal sagen. Weil diese ganze Anlagewald mit Stacheldraht, Stolperdraht und Minen geschützt war. Und wenn ein Wild da in diesen fast 50 Meter Bereich, ein Wild da reingeriet und auf eine Mine getreten ist, und dann ist eben die Mine hochgegangen. Bilder von der zerstörten Lagebaracke. 4 der 24 Teilnehmer werden tödlich verletzt. Der Diktator überlebt. Noch bevor sich die Explosionswolke wieder gelegt hat, besteigen Stauffenberg und sein Adjutant den Wagen. Koppel und Mütze hatte er in aller Eile zurückgelassen. Am Steuer ein Soldat der Fahrbereitschaft des Führerhauptquartiers. Ich habe mein Männchen gebaut und ihn da vor ihm und praktisch wörtlich gesagt, ich möchte Herrn Oberst darauf aufmerksam machen, dass ihre Kleiderordnung nicht ganz in Ordnung ist. Worauf er mich also sehr harsch angefahren hat. Das geht Sie nichts an, fahren wir los. In circa 80 Meter Entfernung passiert der Wagen die Lagebaracke. Stauffenberg ist überzeugt, dass das Attentat gelungen ist. Ohne größere Zwischenfälle verlässt er das Führerhauptquartier. Im Rückspiegel konnte ich sehen, wie hinter mir der Oberleutnant Heften, der saß genau hinter mir, irgendwelche Gegenstände aus dem offenen Cabriolet in den Wald warf. Ja, gut, bin natürlich weitergefahren, habe auch mir nichts merken lassen. Später findet die Gestapo den Gegenstand. Die zweite Bombe. Mit ihrer zusätzlichen Sprengkraft hätte das Attentat sicher Erfolg gehabt. Wieder hat der Zufall Hitlers Tod verhindert. Drei Stunden nach dem Anschlag posiert der Diktator für die Wochenschau. Mussolini ist zum Staatsbesuch gekommen. Ein Glücksfall für die Propaganda. Zur gleichen Zeit in Berlin. Die Zentrale der Wehrmacht in der Reichshauptstadt. Der sogenannte Bendlerblock. In diesem Gebäudekomplex liegt auch das Allgemeine Heeresamt. Von hier aus soll der Staatsstreich ausgelöst werden. Unter dem Decknamen Walküre sind Befehle vorbereitet, die die Truppen in der Heimat gegen das NS-Regime in Marsch setzen sollen. Doch die Mitverschwörer wollen sicher gehen und warten auf die Rückkehr Stauffenbergs aus dem Führerhauptquartier. Er musste nach Berlin zurückkommen, um den Sturz einzuleiten. Er konnte nicht da bleiben, abgesehen davon, dass er mit der Pistole gar nicht schießen konnte. Er konnte nicht da bleiben und einen Erfolg sich anschauen, ob der wirklich tot war oder nicht. Sondern er musste beschleunigt sehen, dass er nach Berlin kam, weil sonst der Umsturz nicht initiiert werden konnte, ohne ihn. Die Außenfassade des Allgemeinen Heeresamtes. Nach seiner Landung auf dem Flughafen Rangsdorf bei Berlin hat Stauffenberg den Tod Hitlers telefonisch melden lassen. Walküre wird ausgelöst.
Im zweiten Stock das Dienstzimmer Stauffenbergs. Daneben residiert Generaloberst Friedrich Fromm, der Oberbefehlshaber des Ersatzheeres. Er kennt die Pläne der Verschwörer. Noch hat er sich für keine Seite festgelegt. Ein Anruf aus dem Führerhauptquartier gibt den Ausschlag. Ich habe ja gehört, wie der Fromm mit Keitel telefonierte. Ich ging die Tür mal auf und ich hörte, dass, wie der Fromm zum Keitel sagte, das war das Letzte, mehr habe ich nicht gehört. Also Herr Feldmarschall, ich kann mich darauf verlassen, der Führer lebt. Der Innenhof des Allgemeinen Heeresamtes. Fromm entscheidet sich jetzt gegen die Verschwörer. Mittlerweile ist auch Stauffenberg eingetroffen. Er wird sofort darüber informiert, dass Hitler lebt. Darauf sagt der Stauffenberg, der Keitel lügt wie immer. Und ich habe die Bombe selber gezündet. Darauf sagte der Fromm, das Attentat, Sie müssen sich sofort erschießen. Darauf sagte der Stauffenberg, das werde ich keinesfalls tun. Und dann stand der Fromm auf, kam in seinem Schreibtisch vor und ging auf ihn los und sagte, dann sind Sie verhaftet. Und dann sagte der Stauffenberg, General Oberst, Sie verkennen die Situation. Wenn jemand verhaftet, dann sind es wir. Fromm wird festgesetzt. Stauffenberg treibt den Staatsstreich jetzt energisch voran. Gegen 16.30 Uhr werden die entscheidenden Befehle per Fernschreiben an die einzelnen Wehrkreise abgesetzt. Sie beginnen mit den Worten, der Führer Adolf Hitler ist tot. Jeder suchte die Entscheidung von Stauffenberg. Und ich habe ihn bewundert, muss ich sagen, nach dem, was er gerade erlebt hat, hatte. Diesen unglaublichen Druck, die Ereignisse in der Bendlerstraße, die Entscheidungen, die er permanent zu treffen hatte, weil eben, wie gesagt, jeder zu ihm kam. Dann diese unangenehmen Verhaftungen von Fromm und so weiter, das war ja alles sehr schwierig. Er war immer beherrscht, immer höflich, aber man merkte seine kolossale Erregung. Mittlerweile hat der Stadtkommandant von Berlin, Paul von Haase, die Soldaten des Wachregiments Großdeutschland in Marsch gesetzt, um das Regierungsviertel zu zernieren, abzusperren. Von Großdeutschland hatten wir eine Kompanie zur Bewachung des Bendlerblocks bekommen. Funktionierte alles tadellos. Dann, dann sollte ich nachgucken, ob die Zernierung des Regierungsviertels funktionierte. Das war ja befohlen. Da ging ich hin und das funktionierte tadellos. Da stand die Leibstandarte Adolf Hitler entwaffnet auf der Hermann-Göring-Straße und das Wachbataillon hatte die entwaffnet. Also das lief alles gut. Ein Ziel der Verschwörer, das Propagandaministerium. Der erste NS-Funktionär in der Reichshauptstadt und Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels, soll verhaftet werden. Goebbels sagte sofort zu mir, ach, gucken Sie doch mal bitte runter, ob man bei uns hier noch zum Haus rauskommt. Man kam nicht, denn da stand ein Unteroffizier mit einem Maschinengewehr und zwei Soldaten und sagte, hier kommt keiner raus noch rein. Dann bin ich an die Hintertür gegangen, da war genau dasselbe. Und daraufhin wurde Goebbels doch ein bisschen nachdenklich und sagte mir, jetzt versuchen Sie doch mal, ob unser Telefon noch ging. Das Telefon ging noch. Dann sagte er, rufen Sie doch erst mal das Funkhaus an. Das Haus des Rundfunks. Von hier aus sollen die Botschaften der Verschwörer an das Volk übermittelt werden. Doch die Besetzung scheitert an linientreuen Mitarbeitern. Der Referent von Goebbels erfährt es am Telefon. Melden Sie Ihrem Minister, dass er sich ganz auf uns verlassen kann. Hier wird nichts gesendet aus diesem Haus, was er nicht billigt. Ich sage, das wird ihn freuen. Vielen Dank, Heil Hitler. Die Lage der Verschwörer spitzt sich zu. Der linientreue Kommandeur des Wachregiments Großdeutschland, Major Otto Ernst Rehmer, hat Verdacht geschöpft. Er will sich bei Goebbels rückversichern. Als ich das Funktionieren des Rundfunks in unserem Sinne eruiert hatte und er also sicher war, dass da nichts passieren konnte und Rehmer alarmiert worden war und wir die Telefonverbindung mit dem Führerhauptquartier hatten,
gab es bei ihm, er hat überhaupt nicht daran gezweifelt, dass der Putsch irgendeinen Erfolg haben konnte. Ein Triumph Goebbels. Der Aufstand geht dennoch weiter. Gegen 17 Uhr trifft nun auch Rehmer im Propagandaministerium ein. Um ihn davon zu überzeugen, dass Hitler überlebt hat, verbindet Goebbels ihn mit dem Führerhauptquartier. Dort hört ein Funker mit. Goebbels war an der Leitung dran und hat nach Adolf Hitler gefragt. So war das. Und ich habe dann die entsprechende Verbindung hergestellt. Und da war Feldmarschall Keitel in der Leitung. Dann habe ich den dann gemeldet. Der Minister Goebbels in der Leitung, dann möchte ein Führer sprechen. Und da bin ich rausgegangen. Eine kurze Zeit danach habe ich mich wieder kurz eingeschaltet. Da hörte ich gerade wieder Adolf, sagte, Rehmer, erkennen Sie meine Stimme? Der sagte, jawohl, mein Führer. Dann bin ich wieder rausgegangen, aus der Leitung. Rehmer bekommt den Auftrag, die Ordnung in der Reichshauptstadt wiederherzustellen. Um jeden Preis. Die Verschwörer im Bendlerblock hoffen noch auf Generalfeldmarschall von Kluge in Frankreich. Wird er die Westfront öffnen, wenn die Nachricht vom Attentat durchgegeben wird? Ich habe das Telefongespräch mitgehört, wie der Oberst Fink, der war beim UB West in der Quartiermeistersabteilung, Speidel anrief und sagte, Speidel, er ist tot. Und da wusste ich genau, wer damit gemeint war. Kluge kehrt gegen 18 Uhr von einer Frontfahrt in sein Hauptquartier nach La Roche-Guyon zurück. Schon wird über Radio die Nachricht verbreitet, dass der Diktator überlebt habe. Bis zum frühen Abend ringt Kluge mit sich, die Westfront zu öffnen. Als er endgültig überzeugt ist, dass Hitler überlebt hat, distanziert er sich von den Verschwörern. Die eingeweihten Mitglieder seines Stabes sind wie gelähmt. Zwei Stunden später oder zweieinhalb Stunden später kam die Meldung, er lebt. Totenstille, da ist ihnen die Stimme weggeblieben. Wir haben es nicht einmal richtig aufgeschrieben. Das war die größte Enttäuschung auf der militärischen Ebene meines Lebens, dass dieser Hitler überlebt hat. Das Netzwerk des Widerstands zerfällt. Gegen Abend treffen im Bendlerblock Hiobsbotschaften aus ganz Deutschland ein. Immer mehr Mitverschwörer geben auf. Gegen einen lebenden Hitler ist nichts mehr auszurichten. Wie in Wien, wo die Spitzen von SS und Partei festgesetzt worden sind. Wie dann die Nachricht gekommen ist, der Führer lebt, schnell den Befehl zur Auflösung dieser Inhaftierungen, den Befehl verschwinden lassen, mich und hinauflief und den Stauffenberg anrief und höre heute noch seine müde Stimme, dass er sagte, ihr werdet doch nicht auch noch schlapp machen wollen. Im Bendlerblock bricht offene Feindseligkeit aus, zwischen den Verschwörern und hitlertreuen Offizieren. Untergangsstimmung. Mein alter Freund Klausigen, den traf ich noch mal auf dem Flur und dann sagte er, komm mal rauf. Und da gingen wir einen Stock höher, wo sein Büro wohl war und sag ich, was machst du denn da? Er sagte, ich hol meine Pistole. Und dann blieb er stehen und guckte mich so an und sagte, weißt du, wir haben ja viel zusammen erlebt. Wir waren in Russland zusammen und du weißt, ich habe immer gesagt, wir kommen durch. Aber jetzt ist aus. Gegen 23 Uhr übernimmt der befreite Fromm nun wieder das Kommando. Er lässt die Verschwörer verhaften. Da kamen die mit der Maschinenpistole an und standen vor uns. Und als die nun zu uns riefen, so ein bisschen überrascht waren sie wohl schon, guckten von einem zum anderen, was macht ihr hier? Oder Sie hier, was machen Sie hier? Sind Sie für oder gegen den Führer? Für oder gegen den Führer? Gegen Mitternacht wird der Innenhof des Bendlerblocks mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Vorbereitung für die Exekution von Stauffenberg und drei seiner Mitverschwörer.
Stauffenberg und die vier sollten erschossen werden. War ein bisschen merkwürdig und komisches Gefühl. Leute, die wir nun wirklich als angenehm und gut empfunden hatten und kennengelernt hatten, fast ein Jahr lang mit zusammengearbeitet hatten, mehr oder weniger, kann man es ja ruhig so nennen, die werden jetzt hier vor deiner Nase praktisch erschossen. Generaloberst Fromm hat befohlen, die Erschießung sofort zu vollstrecken. Generaloberst Ludwig Beck erhält die Möglichkeit, Selbstmord zu verüben. Ehrenvoller als Exekution. General der Infanterie Friedrich Olbricht, Oberst Albrecht Merz von Quirnheim, Oberleutnant Werner von Haften und Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, werden in den Hof geführt. Das Erschießungskommando formiert sich. Ich kannte sie ja sehr gut, die Stimme vom Stauffenberg. Als eine Stimme rief, für uns verständlich rief, es lebe das heilige Deutschland. Es lebe das heilige Deutschland. Die letzten Worte Stauffenbergs. Die überlebenden Verschwörer wissen, was ihnen droht. Und dann kam Mitternacht mein Vater zurück. Sehr gefasst und sehr bleich allerdings und sagte, es ist aus, es ist alles aus. Betet, dass Beck es noch schafft. Das waren die einzigen Worte. Und im Übrigen, ihr wisst nichts und ihr habt auch nichts zu wissen. Noch in derselben Nacht beginnt die Verhaftungswelle. Auch Ewald von Kleist wird in das Hauptquartier der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin gebracht. Naja, und dann wurde man so ein sehr schönes, großes Auto gesetzt, einen schönen, offenen Mercedes, und fuhr in die Prinz-Albrecht-Straße. Und die war mir klar. Und da dachte ich an die Überschrift über die in der göttlichen Komödie. Die, die hier eingeht, lasst alle Hoffnung fahren. Das allerdings dachte ich schon, ja. Hunderte werden verhaftet, auch Hans Oster. Er war einer der ersten Offiziere des militärischen Widerstandes. Schon 1938 wollte er den Diktator beseitigen. Am nächsten Morgen haben die Mädchen beim Frühstück gesagt, ob sie denn wüssten, dass am Abend vorher am Tag vorher ein Attentat auf Hitler gewesen wäre. Und da ist mein Vater dann gegen 12, glaube ich, oder vormittags raufgegangen zu meiner anderen Tante, von wo er immer den englischen Sender abgehört hatte. Und da hat er sich informiert und wie er runterkommt, steht die Gestapo da. Also war überhaupt gar keine Möglichkeit für ihn mehr, überhaupt zu reagieren, auch meiner Mutter gegenüber. Einige Offiziere begehen Selbstmord, so wie Henning von Tresco, aus Angst unter Folter Mitverschwörer preiszugeben. Der Kopf des militärischen Widerstandes setzt seinem Leben an der Ostfront am Tag nach dem Attentat mit einer Handgranate ein Ende. In der Nacht zuvor hat er noch versucht, seine Frau zu erreichen, ohne Erfolg. Hat er ein-, zweimal angerufen, na Jungs, wie ist's? Dann muss halt der General, wir versuchen alles. Und dann gegen morgen dann nochmal angerufen. Dann haben wir gesagt, die haben uns alle Leitungen ins Reich in der Nacht einfach gehabt. Die wollten nicht, dass da von den Armeen was durchsickert oder so. Und dann hat er da gegen morgen dann gesagt, das vergesse ich nie, ja, dann auf Wiedersehen. Und da habe ich zu meinem Mann neben dort gesagt, zu dem Stani, was soll jetzt das heißen, auf Wiedersehen. Naja, mittags haben wir es ja gewusst. Auf Wiedersehen, nicht mehr auf dieser Welt. Nach dem Attentat führt die Wehrmacht den Hitlergruß ein. Anbiederung an den Diktator. Rehmer wird vom Major zum Generalmajor befördert. Karriere eines Nazi-Offiziers. Wir sind heute, Gottlob, politische Soldaten. Unser politischer Auftrag lautet,
Sicherung unseres Lebensraums, Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes, Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee. Und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen bis zu unserem endgültigen Sieg. Die Frontoffiziere hatten keinerlei Verständnis für dieses Attentat. Und das muss man auch verstehen. Sie sagten, wir kämpfen hier, halt versuchen, die Front zu halten. Und da kommen Leute und legen unseren obersten Befehlshaber um. Das ist ein Dolchstoß in die Kampfkraft der Truppe. Die Truppe folgt dem Diktator in den Untergang. Selbst in Kriegsgefangenschaft. Empörung über die Tat. Es gab einen oder anderen Offizier, der seine Schulterstücke runtergerissen hat und gesagt hat, er schämt sich. Er schämt sich, dass das ein Offizier gemacht hat. Und er meldet sich freiwillig zur SS. In Gefangenschaft. Auch die Mehrheit des deutschen Volkes lehnt das Attentat ab. Für sie ist das Überleben des Diktators wie ein Wunder. Die Attentäter wussten, dass ihre Tat bei den Deutschen keinen Rückhalt finden würde. Wenn der 20. Juli geglückt wäre, da waren wir uns damals aber alle klar, wären wir alle hinterher auch umgebracht worden, weil wir dadurch den Krieg verloren hätten. Denn wenn der Hitler noch gelebt hätte, dann hätten wir den Krieg gewonnen. Das wäre sicher die Überzeugung der Massen der Deutschen gewesen. Inszenierung für die Wochenschau. Besuch bei den Opfern des Attentats. Hitler gibt sich gelassen. Zeigt Mitgefühl. Wer den Diktator persönlich zu Gesicht bekommt, sieht einen anderen Mann. Gezeichnet vom Schock. Ein kleines Mädchen hat ihn damals vor dem Lazarett gesehen. Es kam heraus, ein alter, tapriger Mann, ohne jede Ausstrahlung. Also ich war wie vor den Kopf geschlagen. Er konnte nicht mit dem rechten Arm grüßen. Der rechte Arm war wohl in Mitleidenschaft gezogen beim Attentat. Der linke Arm zitterte. Er hob ihn in der üblichen angewinkelten Form und wandte sich ein paar Kindern zu. Meine Schwester war unter ihnen, die dort mit Blumensträußen standen, dankte ihnen dafür mit der zitternden linken Hand, stieg ein und verschwand. Im Führerhauptquartier empfängt der Diktator die Spitzen seines Reiches. Demonstration der Treue und Gefolgschaft. Kaum einer von ihnen wäre nach gelungenem Staatsstreich ungestraft davongekommen. Er ist der Held des Tages, Josef Goebbels. Der Diktator sinnt auf Rache. Und da sagte Himmler etwa dem Sinne nach, ganz wörtlich kann ich das nicht mehr sagen, ja, also was soll nun geschehen, was wollen wir jetzt machen, nicht? Und ich denke, sagte er zu ihm, zu Hitler, wir sollten einen großen Prozess machen und diese Leute öffentlich anklagen und dann verurteilen, nicht? Und da sagte Hitler, schüttelte mit dem Kopf, sagte, nein, nein, Himmler, das wollen wir nicht. Denn wenn wir einen großen öffentlichen Prozess machen, dann muss ich die Leute ja reden lassen. Und da könnte ja dann einer dabei sein, der gut redet und so gut erklärt, warum sie das gemacht haben, das könnte gefährlich werden. 7. August 1944, keine drei Wochen nach dem Attentat. Schauprozess vor dem Volksgerichtshof in Berlin. Den Vorsitz führt Dr. Roland Freisler. Er hat strikte Anweisung erhalten, die Verschwörer nicht zu Wort kommen zu lassen, wenn sie über ihre Motive sprechen wollen. Unter den ersten acht Angeklagten Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben.
Um ihn zu demütigen, hat man ihm für seine zu weite Hose weder Hosenträger noch Gürtel für die Verhandlung zugestanden. Zu einem der Prozesse abgeordnet, ein junger Leutnant. Es war keine Fahndung, es war eine Beschimpfung der Angeklagten. Es wurde für den Zuhörer, und ich war ohne jedwede rechtliche Erfahrung, ohne jede Vorstellung von einem Strafprozess, es war das erste Mal, dass ich ein Gericht von innen sah. Aber es war selbst für mich als totalen Laien greifbar, dass die Pflichtverteidiger der Angeklagten offensichtlich erst ein oder zwei Tage vorher bestimmt worden waren. Dass sie sich haben gar nicht einarbeiten können. Sie kamen auch gar nicht zu Wort. Die Verhandlung dauert 2 Tage. Das Todesurteil steht im Voraus fest. Im Namen des deutschen Volkes. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Berlin, Plötzensee. Die Hinrichtung wird 2 Stunden nach der Urteilsverkündung vollstreckt. Alle 8 Angeklagten werden gehängt. Kameras filmen ihren Todeskampf. Zur Vorführung beim Diktator. Als erster wird der 62 Jahre alte Erwin von Witzleben zum Galgen geführt. Es war mein Leitbild gewesen. Was der eigene Vater. Ich kann es ganz gar nicht anders sagen. Alles, was er machte, war richtig. Ja, unglaublich, ja. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter jeden zweiten Tag an ihn geschrieben. Eine unglaubliche Verbindung mit ihm. Darum wird mich auch dieses Ende wohl bis in meine letzte Stunde begleiten. Das kann ich nicht vergessen. Nein. Ehrlose, feige Verräter sind Karl Gördler, Wilhelm Leuschner, Josef Birmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, die Verschwörung reicht weit über die militärischen Kreise hinaus. Eine Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Über 600 Männer und Frauen werden im Zusammenhang mit dem 20. Juli verhaftet. 200 werden hingerichtet. Und sie werden mit dem Tode bestraft. Da kriegte man dann so einen Zettel, auf dem stand, Graf Uexküll ist gestern zum Tode verurteilt worden. Das Urteil ist vollstreckt. Aber wir haben nicht wie andere noch eine Rechnung dafür bekommen. Bei anderen standen noch, sie schulden dem Staat für diese Hinrichtung noch dieses Geld. März 1945, Berlin. Die letzten Aufnahmen des Diktators. Bis in den Untergang verfolgt er die Verschwörer mit seiner Rache. Eines seiner letzten Opfer ist Hans Oster. Er wird mit 6 weiteren Verschwörern am 9. April im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. Verzweiflung bei den wenigen überlebenden Offizieren des Widerstandes. Dass es umsonst war, dass das Vaterland, dieser komische Begriff, mit dem man heute nichts mehr anfangen kann, dass das ganz kaputt gehen würde bis am Schluss und dass noch Millionen von Soldaten fallen würden, von den Nazis Kopf und bis zum Schluss, das war mir völlig klar. Dass der Hitler in der Reichskanzlei bleiben würde bis zum Schluss, das war mir völlig klar. Am 30. April setzt Hitler seinem Leben ein Ende. Die Soldaten der Roten Armee stehen kurz vor seinem Bunker. 7 Tage später kapituliert Deutschland. Seit dem 20. Juli sind noch einmal genauso viele Soldaten umgekommen
wie in den ersten 5 Jahren des Krieges. Und ich wage das eigentlich kaum auszusprechen und sage es auch nur nach einem Abstand von beinahe 50 Jahren. Ich fürchte, dass dieses Regime sich selbst ad absurdum führen musste. Bis hin zum Selbstmord des Führers, damit das deutsche Volk sich befreien konnte von diesem Regime. Ich fürchte, wenn das Attentat geglückt wäre, aber das Ergebnis mehr oder weniger das gleiche gewesen wäre, bis auf die nicht zerstörten Städte und die nicht gestorbenen Menschen, dass es heute noch Leute gäbe, die sagen würden, der Adolf hätte es doch noch geschafft. Der Erfolg blieb den Attentätern verwehrt. Ihr Widerstand gegen Hitler wurde damals geschmäht. Heute ist er ein Symbol für ein demokratisches Deutschland. So wie Henning von Tresco es vorhergesehen hat, als er kurz vor dem 20. Juli sagte, das Attentat muss erfolgen, koste es, was es wolle. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem gehandelt werden. Es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleich.